Hi, heute ist der 8.5. und ich bin mit Andreas gerade auf dem Weg zu den Fortwerken nach St. Louis. Lass mich, ich kann das. Oh, kaputt. Tag 3 begann in Frankfurt am Main, wo ich Andreas, den Vorstand des Ford Focus Club Deutschland oder kurz FFCD, vom Flughafen abholte. Andreas und ich hatten als Vertretung des FFCD eine Einladung von Ford bekommen, bei der offiziellen Pressevorstellung des Ford Focus 4 dabei sein zu dürfen. Die Möglichkeit, den neuen Focus 4 fast 2 Monate bevor er zu den Händlern rollt, begutachten zu können, wollten wir uns auf keinen Fall entgehen lassen. Zumal uns Helga Müller vom Ford Club Service persönlich eingeladen hatte. Deswegen an dieser Stelle auch ein besonderes Danke und ein Gruß an dich, Helga. Die Fahrt nach St. Louis verlief, wie an den Tagen zuvor, absolut problemlos. Tolles Wetter und kaum Verkehr in Richtung Saarland. Je näher wir dem Werk kamen, desto größer wurde auch die Forddichte. Und nach knapp 200 Kilometern sahen wir endlich das Ziel unserer Reise. Da wir noch ein wenig Zeit hatten, haben wir uns als erstes ein wenig auf dem Mitarbeiterparkplatz umgeschaut. Andreas und ich sind gerade auf dem Werksgelände bei Ford in St. Louis angekommen und als erstes fällt mir doch dieser schicke ST170 auf. Den schauen wir uns jetzt mal im Detail an. Was ihr hier seht, ist quasi der Klassiker unter den ST170 Umbauten. Ein wenig tiefer, 18 Zoll OZ Felgen, das Stoffler Bodykit mit der 4 Ohr Anlage. Das Ganze in Imperialblau und im Innenraum gab es dazu die Recaro Teilledersitze. Im Jahre 2018 ist so ein Focus fast schon ein Exot auf den deutschen Straßen. Schade eigentlich. Wenn man es bei Ford irgendwann geschafft hat und Testfahrer ist, bekommt man anscheinend seine eigenen Parkmöglichkeiten. Als nächstes bekamen wir unsere Gästeausweise und uns wurde kurz erläutert, was wir dürfen und was nicht. Im Anschluss ging es per Shuttle einmal quer über das Werksgelände und letztendlich in eine der Produktionshallen. Ausgestiegen, eingewiesen. Andreas ist heute mein Aufpasser. Wir scheinen jetzt direkt in die Produktion zu gehen. Mal schauen, was wir hier sehen, was wir sehen dürfen und was wir nicht sehen dürfen. Hier sind viele Leute, hier scheint gleich irgendwas Großes zu passieren. Ford hatte Andreas und mir einen Platz auf der Pressetribüne reserviert. Die Halle füllte sich langsam mit Werksmitarbeitern sowie Vertretern aus Wirtschaft und Politik. Unter anderem war der Bürgermeister der Stadt St. Louis zu Gast, ebenso der Ministerpräsident des Saarlands. Nach einer gefühlten Ewigkeit ging es dann endlich los. Okay, okay, so richtig los ging es dann doch noch nicht. Nach der Videopräsentation wurden noch 5483 weitere Sätze gesprochen. Dabei wurde aber wenigstens auch der Ford Focus Club Deutschland in Vertretung durch Andreas und mich genannt. Generiert. Und er hat aber auch sehr, sehr viele Fans generiert. Und wir freuen uns auch, dass wir heute 2 Vertreter des offiziellen Ford Focus Club Deutschland hier haben. Ich darf begrüßen den ersten und den zweiten Vorsitzenden Andreas Wendt und Herrn Florian Nelamichkis. Andreas, Florian, wo seid ihr? Einmal kurz aufzeigen. Wo sehe ich euch? Da oben. Und ich gebe euch eigentlich einen besonderen Applaus, weil eigentlich glaube ich, dass die
die beiden Herren die weiteste Anreise hatten, sind nämlich heute Morgen aus Berlin angereist. Herzlichen Dank dafür. Die eigentliche Fahrzeugenthüllung fand während des Songs einer anwesenden Band statt. Und da ich mich beim Film voll und ganz auf eben diese Band konzentrierte, ist mir und Andreas komplett entgangen, wie das Tuch vom neuen Focus gezogen wurde. Machte aber nichts, es gab schließlich auch andere wichtige Sachen zu tun. Präsentation liegt hinter uns, Auto steht irgendwo da hinten in der Menschentraube. Und Andreas und ich essen jetzt erstmal was. Fleisch. 12 seconds later. Nach dem Mittagessen gab Ford noch zwei weitere Vierer-Focus zur Besichtigung, Begehung und Besetzung frei. Der hier gezeigte Vierer-Focus hatte die Ausstattungsvariante ST-Line. Außerdem hatte er das neue und optionale 8-Gang-Automatikgetriebe sowie ein Panoramadach an Bord. Den neuen Focus wird es zuerst ausschließlich als Fünftürer geben, später dann auch als Turnier. Was Andreas und mich ungeheuer überrascht hat, ist die Tatsache, dass der neue Focus an der Hinterachse erstmalig über eine Starrachse verfügt. Seine Vorgänger hatten allesamt eine Mehrlenker-Hinterachse. Außerdem ein weiteres geändertes Detail zum Vorgänger: Der Tankdeckel befindet sich jetzt auf der linken Seite. Ich sitze jetzt in einem Ford Focus 4 mit dem neuen Automatikgetriebe. Schick! Gangwahlhebel, neues Sync, komplett schwarze Tachoscheiben im ausgeschalteten Zustand. Und so sieht's an aus. Nicht schlecht. Großes Panoramaschiedach und Mitfahrer. Andreas und ich waren gerade das erste Mal im Motorraum des neuen Focus 4. Hier zu sehen der am Anfang nur erhältliche 1,5er Turbodiesel. Was uns beide sehr erstaunt, das Aggregat ist ungeheuer kompakt. Laut eines Mitarbeiters, den wir gerade gefragt haben, soll der 2 Liter Diesel, der später folgen soll, deutlich größer ausfallen. Mal schauen. Deutlich weniger Leute als vorher. Wir nutzen die Zeit für einen kleinen Schwenk. Fast wie damals bei der Sendung mit der Maus. Jetzt stehen wir gerade vor einem offiziellen Pressefahrzeug. Wir drehen noch einmal eine kleine Runde, danach geht es langsam nach Hause für uns. Der Dynamic Blau-Metallic lackierte Focus, der sich unter der Plane versteckte, war im Gegensatz zu dem silbernen Focus ein Benziner. Ob er die 1 Liter oder die 1,5 Liter EcoBoost-Maschine hatte, wissen wir leider nicht. Was wir aber wissen, den EcoBoost genannten Dreizylinder-Benzinmotor wird es mit Leistungsstufen von 80 bis 182 PS geben. Nach reichlich 2 Stunden ging es per Shuttle zurück zum Parkplatz. Andreas und ich machten noch ein paar bewegte Bilder und dann ging es für uns beide wieder in Richtung Heimat. Für ihn per Flugzeug nach Berlin, für mich per Autobahn zurück nach Dresden. Seitdem der Focus 1 im Jahr 1998 gebaut wurde, lief er in diesem Werk vom Band. Ebenso später der 2er und auch der 3er Focus. Nun also beim offiziellen Produktionsstart des neuen Ford Focus 4 live dabei sein zu dürfen, war eine große Ehre für mich. Und wenn man schon einmal vor den Heiligen Hallen ist, darf natürlich auch ein Foto mit dem Logo meiner Marke nicht fehlen. Nachdem dieser Punkt auf meiner To-Do-Liste abgehakt war, ging es wieder in Richtung Heimat. Vorher gab ich noch Andreas am Flughafen Frankfurt am Main ab, damit er per Flieger zurück nach Berlin konnte. Danach tankte ich den Focus auf und machte mich auf die restlichen 400 Kilometer Heimweg. Als ich wieder zu Hause ankam, wartete jedoch eine böse Überraschung auf mich. Ich bin gerade aus Frankfurt zurückgekommen und wollte gerade noch ein wenig einkaufen. Als ich jedoch an meinem Standardkaufland anhielt, hat sich der Focus fürchterlich geschüttelt. Ich glaube, das 2-Massensprungrad hat die etwas zügige Heimfahrt nicht überstanden. Wundert mich leider nicht wirklich. Ein wenig geklappert hat es vorher, aber ich bin sehr zügig gefahren. Wie ihr seht, 406 Kilometer, dabei fast einen Dreivierteltank, einen Schnitt von 8,7 Litern, einen Durchschnitt von 127 Kilometer pro Stunde.
was lässt man die ganzen Baustellen und 100er-Zonen weg? Lässig ein Schnitt von wahrscheinlich 160 oder 170 ist. Wie gut, dass ich noch einen zweiten Focus habe, der momentan fährt. Ich werde jetzt erstmal gemütlich nach Hause rollen und dann der ganzen Sache auf den Grund gehen. Sollte es wirklich das Schwungrad sein, wird natürlich die Kupplung gleich mit erneuert. Wie gut, dass man immer zwei Focus hat. Das war ja also mein knapp 1800 Kilometer langer Roadtrip verteilt auf 3 Tage. Nachdem ich am ersten Tag die Nordschleife besucht habe, an Tag 2 einen coolen Typen offline getroffen habe, den ich schon seit Jahren online kenne, endete der 3. Tag ebenso ereignisreich für mich. Positiv wie negativ. An dieser Stelle möchte ich mich noch einmal ausdrücklich bei Andreas vom Ford Focus Club Deutschland und bei Helga Müller vom Ford Club Service bedanken. Ohne euch beide wäre dieses Abenteuer nicht möglich gewesen. Zum vollkommenen Glück hätte eigentlich nur noch eine Probefahrt im neuen Focus 4 gefehlt. Was ich zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht wusste, Helga hatte sich auch darum bereits gekümmert. Warum mein Roadtrip also noch eine kleine Fortsetzung bekommt, seht ihr in einem der kommenden Videos. Danke auch dieses Mal fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.